Und damit herzlich willkommen zurück zu Ball of the Breeze Sequel. Mit Axel, Kautz und mir, Oaken. Wir sind jetzt. Wo sind wir jetzt? Reiche Crisis Scar, oder? Ne? Ja, neue Session also hier. Außerhalb der ersten Stadt, würde ich sagen. Stimmt, nach Concordia müssten wir sein. Na dann, wollen wir mal. Wir haben, glaube ich, alles. Ladies first. Passiert hier irgendwas? Nein. Ich denke, da passiert schon noch irgendwann mal. Nö, da passiert nichts mehr. Das ist meine Satellitenschüssel, die da längst, die gehört. Oder dürfen wir, glaube ich, nicht runterspringen? Oder dürfen wir? Du kannst mal ausprobieren. Nee, wir sind um die Kurve. Axel, ich wollte gerade sagen, du bist nicht runtergesprungen. Hat eben so ausgesehen. Komisch, mach halt noch größere Schritte. Ich? Ja, das sieht voll komisch aus. Bei dir ist nicht besser. Wie ein anderer Loser benutzt die gerade, ist doch egal. Ja, und jetzt spawn doch. Ah, guck mal, hier hat's Automaten bei mir. Cool. Und ein schwarzes Brett. Hä? Okay. Das spawnst du die ganze Zeit einen neuen Auto oder was? So, da hinten ist ein Brett, Axel. Kommen wir uns ein paar Quests. Brauchen neue Quests. Ah, da geht's rein. Ein Wildschritt. Kann ich was kaufen? Kann ich was verkaufen? Verkaufen. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Du lebst weiter. Alter, was ist das denn für eine Waffe? Ich muss jetzt gerade mal Waffen vergleichen. Ich habe irgendwie vergessen, welche Waffen ich benutze. Du meine Güte, eine Herausforderung. Ist das ein Shotgun? Ich sehe das nicht. Nee, was ist denn das für eine Waffe? Wow! Okay, die behalte ich. Die ist geiler als die Shotgun. Verkaufen. Hast du verletzt? Nina Hild. Brauchst jemand noch eine Shotgun, oder? Nö. Okay. Hab schon eine. Ah, gut. Warum? Ist die Banane krumm? Aber die ist wesentlich besser. Nee, komm. Die wird verkauft. Hat die eine beste Qualität von Medikit und Schilden? So. Ah, Quests. Entscheidungen. Öko-Krieren braucht deine Hilfe, um ein paar niedliche Tierchen aus einer giftigen Müllkippe zu retten. Oh, Friedhof der Kuscheltiere, ne? Führerin der Konkordianischen Befreiungsfront. Wir sind die kleinen Helfer von Mutter Natur. Und es gibt eine Spezies, die ist vom Aussterben bedroht und braucht dringend Hilfe. Ich schicke dir einen Satz Koordinaten auf dein Echo. Alles Weitere, wenn du vor Ort bist. Dann sollten wir uns mal vor Ort begeben, oder? Ja. Wie die muss ich sagen. Axel, wie alt bist du? Bist du soweit? Es geht dich gar nichts an, wie weit ich bin. Hast du schon mal gesagt. Ja, sorry, Arschloch. Ich gefragt. Schau doch mal. Oh Gott, mit dem fahre ich jetzt wieder. Ja, mit mir, dem Chaotic. Oh Gott. Ah, hier stirbt man. Gut zu wissen. Ich hätte eigentlich aussteigen sollen, dich in den Tod schießen. Ey, mit der neuen Grafikkarte sieht Bill einfach nochmal echt viel geiler aus. Echt? Wundert mich. Weil ich noch 15 Einstellungen spiele. Ich glaube, da kann ich nicht mehr viel ändern. Wegen dir habe ich jetzt Geld verloren. Ja, ich wegen dir auch. Geh mal rüber? Ja, du hast, kannst du doch. Spawn doch einfach zu uns in die Autos, du Hänger. Oh Mann. Oh, Rammeltag. Wir müssen hier auch hin. Ich
blick's gerade gar nicht. Da hinten irgendwo, ne? Oh mein Gott, was ist denn das? Jumping. Jumping. Sehr schön, Improvisation anpassen. Ah, wo kommt, was sind das für Viecher? Mach aua! Ah, die gehen noch. So. Wir müssen da weiter. Boah, die Bleiche. Hä? Bei diesen automatischen Schütze. Nichts dafür. Die sind einfach zu langsam. Hey, du klaust meine Waffen. So. Was hängst du da hinten rum? Ach, du holst dir mal einen Wagen kurz. Ja, sicher. Okay. Wir müssen nicht darüber. Wo müssen wir hin? Ich weiß wo. Karte ist auch Waffe. Ach wirklich, wir müssen wirklich zum Kartenhaus. Ja, nee, ich hier. Ah, ja, das ist natürlich auch ja, gut zu sehen. Ich bin ziemlich gut. Komm, Axel, aussteigen. Ja, wo seid ihr jetzt wieder hin? Auf das Jumppad und dann hoch. Wo ist hier ein Jumppad? Neben dir, du Hänger. Da, genau da in deinem Kopf. Mann. Der Reise, Seemanns Reise. Oh, nur meinen Rücken geschossen. Dass alle drauf geht, ey, für immer. Verreckt doch einfach. Kommt jetzt erstmal. Die Befreiungsfront wurde über einige hier heimische Kreaturen unterrichtet, die nur als Schnuckels bekannt sind. Also, ich habe nie von denen gehört, aber der Name klingt göttlich. Ihr natürlicher Lebensraum wird von schrecklichen Industrieklärschlamm zerstört. Wir müssen diese Verschmutzung stoppen. Und die Zeit wird knapp. Vor dem großen Bersten war das mal eine Dahlfabrik. Aber wir sind hier auf Elpis und da haben sich natürlich ein paar dreckige Scavenger hier eingenistet. Zeig keine Gnade. Ja, zum Glück sind wir auch keiner von denen. Wurden die gepatcht und sind jetzt schwächer oder was geht ab? Ja, du hast das schwer aufgeräumt. Ich liebe das Geräusch von brechenden Knochen, platzender Haut und Todesschreien. Da spüre ich, dass ich wirklich was bewirke. Ey, der Sniper ist mal mega geil. Ja, glaube ich dir. Wenn du hier eine richtige Skillung machst, du weißt nicht, welcher Charakter. That's bad. Zurück gerettet. What the fuck? Guck mal, Mondsteinhaufen. Oh, brauch ich nicht. Das kann ich mitnehmen. Granatenmod. Da hat es Luft, falls jemand drauf. Der Badass ist immer noch da oben. Dann fährt weiter. Er ist perfekt, aber so ungenau. Deine ganzen komischen Fähigkeiten, die raff ich auch nicht ganz. Ich auch nicht. Total komisch. Total behindert hier. Was passiert jetzt gerade bei dir? Gar nichts. Das stand eben so furchterregend, aber so ungenau. Okay, die Waffen will, nehme ich sie halt mit. So. Ich habe hier hinten noch einen Weg gefunden. Mal gucken, was das ist. Weil hier ist auch ein Pfeil. Den müssen wir, glaube ich, lang. Bei mir hat es noch ein bisschen was zu plündern. Mach ich halt. Ja, ich spring schon mal hier rüber. Gucken, was hier hinten ist.
Da vorne leuchtet was gelb. Ja, ich sehe es. Was ist denn das? Was ist denn das? Oh nein. Das ist mein Tod. Legen El Calibur Bastard, bist du badassig genug? Ey. Wie? Was ist? Ich kann dich nicht aufnehmen, die Waffe. Ich glaube, da muss ich mehr Badass-Punkte haben. Zeug. Versuch du mal. Müssen uns merken, hier gibt's Excalibur Bastard. Excalibur Bastard? Ja. Vorsicht, Luftreserven auf 50%. Ach, Mann. Was, Luftreserven auf 50%? Oh shit. Ab noch. Wow. Ich muss mal bei eines zurück und dann geh ich drauf. Oh. Ja, Axel rennt mal wieder schon vor. Du willst gar nicht Calibur sehen, ne? Ja, kannst du ja nicht schon bekommen, also. Ja, ach, Axel hätte es bestimmt rausgezogen. Wenn ich Axel kenne, hätte er es rausgezogen. Bestimmt. Er ist so ein King Arthur-Fanatiker. Ey, die haben Gesellschaft, haben sie gesagt. Cool, oder? Ja, für Sauerstoff gesorgt hier drin. Stirb, du hässliches Ding. komm. Ja, easy going. Alter, ist nur ein kleiner, das gibt's doch nicht. Ah, das gibt's nicht. Wo kommen die ganzen Badass-Wichser her? Bisschen zu dritt. Muss ja das Spielplatz ein bisschen tiefer sein. Tiefer, ja. Wie auch tiefer. Das sieht doch zu einfach. Hier ist dein Medikit. So, wo ist denn der kleine Wichser? Der Klappermann. Meinst du den? Nee, den kleinen. Das ist der Kleine, da war doch eben noch ein kleiner Badass. Oder habt ihr ihn schon weggemacht? Einen erschossen. Ich kämpfe mit dem anderen Badass. Wieso sind hier denn zwei? Die einfach nur. Ganze Dusche. Da ist ein Ashbär. Alles meins. War das schon wieder ein Arschbett? Nee. Alter, das gibt's doch nicht. Next Level, saubere Sache. Oh. Oh, das ist nichts. Bombenkit. Geworden werden, haben keine Chance. Oh, cool. Das ist ein Sauerstoffkit, ne? Aber ich hab viel besseres, so eine 55er Uzi. Ja, meins mal 402, aber. Ich nehme das mal mit. Ich nehme das mal mit. Ich glaube, Kava? Kava, der Skill. Geil. Ich brauch eindeutig. Oh. Da ist schon Badass. Badass. Badass.
Ey, der Sniper ist einfach geil. Ich brauche mehr Leben einfach. So. Oh, da liegt eine Waffe. What the fuck ist das? Explosionsschaden. Ah, ich muss da irgendwo hin. Nein. Ich hab gedacht, ich geh jetzt drauf. Und ein Echo. Emily hat sich erholt. Ist das zu glauben? Das ist ein echtes Wunder. Schwester Nina sagt, vor einer Stunde auf der Krankenstation hat eine Art lila Licht Emily angestrahlt. Und da ist mein kleiner Mondschein aufgewacht. Ich habe gekündigt und vom letzten Geld 2 Tickets weg von Elpis gekauft. Wir gehen nach Pandora und fangen neu an. Wer oder was dieses Wächter-Alien auch ist, ich danke ihm. Oh, Pandora. Ja, das waren schöne Zeiten. Oder das werden schöne Zeiten. Vom ersten her waren es und vom zweiten werden es schöne Zeiten, ne? So rum. Ich weiß nicht. Ich war nie auf Pandora. Ach nee, du nicht. Dein komischer Klepto kann hier auch nicht weg. Der ist für ewig hier gefangen. Ach übrigens, guck mal, da hinten ist immer noch was unter Strom. Irgendwo das hier. Stimmt, das habe ich vergessen, das habe ich eben schon gesehen. Leitung führt hier oben. Ah, ich glaube, ich weiß wohin. Du läufst so steif rum, was ist los? Wer? Da ist irgendein. Der sieht so dumm aus. Alter, was war das denn? Das war bestimmt Axel, der mir den Weg blockiert hat. Also von hier kommt der Strom, hier leuchtet was grün. Hier oben. Guck mal, aber kann man nichts machen, ich geh mal noch. Natürlich kannst du was machen. Du musst nur einen Jump drauf machen. Jetzt müsste es offen sein. Ja. Yes. Alles kaputt jumpen einfach nur da oben drauf irgendwas. Was ist hier hinten drin? Sollen bleiben die Leichen hier liegen? Das ist eine gute Frage. Vielleicht seit du eine neue Grafikkarte hast. Wieso habe ich 11 Mondsteine gekriegt? Weil wir gerade was im Looten sind. Lass mir auch mal was übrig. Kannst du doch. Hat aber nicht schlau, nur Granatenmods. Ja, oh, was habe ich? 12 Mondsteine, ui. Yeah, ich bin bei 8. Ich hab 20. Hab ich, was sind da das? Auch nicht so viele Granatenmods. Such dir was aus. Los. Oh, diese warte doch. So lang. Explosionsradius. Aua. Kann ich die Glasscheiben zerstören? Na, wahrscheinlich nicht. Wie soll das denn? Hey. Hast du was genommen? So. Rest darfst du noch an. Hol ich jetzt auch noch an. So. Ich will gucken, was wir angefangen haben aufzunehmen. 47. Ach krass, ernsthaft? Was? Wir sind jetzt genau bei 20 Minuten. Eigentlich ist nichts Großes passiert. Ach krass, ey, das geht so schnell in diesem scheiß Spiel. Naja, machen wir eine kleine Folgenpause und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.